ihr seht, sehen wir hier eine ganze Menge Medizinausrüstung und in den letzten Jahren hat sich unser Sortiment echt deutlich erweitert. Und wir wollen heute mal einen kleinen Überblick liefern und dazu würde ich Britta gerne mal fragen, Britta, was sehen wir jetzt hier? Mach mal einen ganz groben Abriss, damit unsere Videozuschauer überhaupt wissen, was hier abgeht. Klein, mittel, groß. Und das klein, mittel, groß sind die unterschiedlichen Fahrtgebiete, wo wir die Taschen drauf ausgerüstet haben, nämlich der Tagestörn oder Charterbetrieb, da sind diese kleinen Taschen oft, reichen da völlig aus. Oder halt für den küstennahen Bereich sind die mittleren Taschen oder eben wirklich unsere große Tasche, die Transocean-Tasche. Wir haben also hier unsere Tasche Baltic, haben wir die genannt, und wie der Name das schon sagt, wirklich einmal so aufgebaut, dass für hier, genau, dass hier halt mehr drin ist als in dem klassischen Verbandskasten, der so an Bord ist. Ja, und was ist da mehr drin? Einmal haben wir Steri-Stripes mit drin. Mhm. Wenn mal wirklich was auf ist, dass man schnell fixieren muss. Wir haben Handdesinfektion mit drin. Und Kälte-Sofort-Kompressen sind auch mit drin, wenn man sich mal was... Kälte-Sofort-Kompressen? Ja, toll, das ist schnell. Die kommen dann aus dem Kühlschrank, oder wie? Nee, es geht viel leichter. Die macht man einfach auf, knickt die und es ist halt... eine Kühlung möglich. Knicklich, da kenne ich nur aus der Disco. Ja, siehst du, hier lernst du auch mal was über beim Erste-Hilfe-Kasten damit kennen. Ja, also wie gesagt, das beinhaltet halt mehr und auch ein wichtiger Teil oder ein wichtiges Element ist eine Splint-Schiene oder eine Schiene, wo, wenn mal jemand umknickt, was auf dem Schiff ja wirklich mal eben passieren kann, ein blöder Tritt gemacht, wo ich was schienen kann. Zeig mal ein bisschen die Symbolik in die Kamera, nicht so schnell bewegen, damit man sehen kann, in unserer super Top-Down-Kamera, die wir im Einsatz haben. Also das heißt, das ist für alle Gliedmaßen gedacht, Knöchel, Knie, Oberschenkel. Das heißt, ich kann das einsetzen, wenn ich irgendwie umgeknickt bin, wenn ich aber auch was gebrochen habe oder sowas. Ja, also ich habe halt die Möglichkeit hier, was auch immer geschont werden soll, das eben zu modellieren. Ja. Das ist eine Schiene, die man modellieren kann. Haben wir jetzt kein Muster gerade zu haben? Nee, haben wir gerade nicht, aber in unseren Kursen machen wir das dann im Detail nochmal. Ja. Weil ich zeige das mal ganz kurz hier, das ist im Prinzip eine Ober- und Unterebene und dazwischen ist das ein Aluminium oder sowas. Genau, und dann kann man das eben ausrollen und beliebig formen, wie man das hier auch. Oh, das ist mehr ein Gag, oder? Das soll überhaupt kein Gag sein. Ach so, okay. Weil wir empfehlen natürlich auch immer nochmal, dass man auch Medikamente für den Tagesturm dabei haben Okay, soll. Also weg damit. Ja, das kommt raus. Und dann Medikamente rein. Medikamente rein, Tasche okay, zu. Das ist schlau, okay. Ja, das eingepackt. Okay. Und dann habe ich halt wirklich kompakt hier meine Tasche, noch ein Beatmungstuch dabei, weil auch das ist immer wieder so, das ist so ein, genau, wenn ich Wiederbelebung machen muss und ich möchte dem anderen halt nicht unbedingt auf das Gesicht, dann kann ich diese Maske hier drauf machen und kann die Wiederbelebung machen. Sag mal was zum Preis. Der Preis ist 79,90 €. Und okay, das kostet Verbandskasten, glaube ich, inzwischen auch fast. Ne? Ja, die sind schon vielleicht ein bisschen niedriger, aber wenn ich ein bisschen was Größeres, Kompakteres haben möchte, dann liege ich auch ungefähr in der Preisklasse. Und hier haben wir halt das wirklich auf den Segler eben abgestimmt. Super, richtig gut. Ja? Steht auch selber drauf. Na, super. Also, das ist das für Tagestörn, Baltik, Ostsee. Also sehr küstennah, Binnenreviere, sowas. Genau. Ja. Okay. Oder auch eben, also wir haben viele Charterer, die sagen, auch wenn die ins Mittelmeer fahren, dass sie das einfach mitnehmen, dann ist die Tasche perfekt. Nehmen wir das mal. Stell das mal in unser medizinisches Regal. Ja, perfekt.